You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr es schon seht, wir sind heute mal in Rogue Company drin und zocken heute mal wieder eine Runde nach langer Zeit. Ja, das letzte Mal hatten wir ja im Livestream gezockt, schon vor so einem Monat oder so. Im Dreh hatten wir da gezockt. Und jetzt sind wir wieder am Start. Gucken wir mal, es läuft. Ist ein bisschen was aktualisiert worden. Ein neuer Charakter, eine neue Charakterin ist, glaube ich, reingekommen, so war es. Und ja, auch eine neue Map. Und ja, bin ich mal gespannt, Leute, wie es wird. Wir spielen jetzt auf jeden Fall Exfiltration, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und gucken wir mal, wie es läuft. Und bin ich mal gespannt. Diesmal nicht im Livestream. Das heißt, diesmal mal besseres Internet zur Verfügung. Letztes Mal war es ja richtig, nervig. Nervig, sagen wir mal. Aber ja, wie gesagt, gucken wir mal, ob es heute läuft oder nicht. Und ja, würde ich sagen, Leute, wir spielen mal die neue Charakterin. Soweit ich weiß, ist sie eigentlich neu. Müsste sie neu sein, rein theoretisch eigentlich so. Weil bis jetzt habe ich sie nämlich noch nicht gespielt, beziehungsweise gesehen. So, bin ich mal gespannt, Leute, wie es läuft. 10 Sekunden noch, Alter. Die Gegner kommen nicht voran. Ach ja. Ja, endlich, haben es geschafft. Gut, gucken wir mal, wie es läuft. So. Ja, Nachrichten setzen. Gut. Dab, dab, dab. Aber ich muss schon sagen, die Einstiegsszene ist immer so mit am besten, ne? Der ja, wo jeder Charakter nochmal kurz einstellen, vorgestellt wird. Finde ich echt am geilsten mit, muss ich sagen. Finde ich nicht schlecht. Nicht schlecht gemacht. Wäre cool, wenn sie das in mehreren Games einbauen würden. Vielleicht auch in Overwatch, das wäre dann auch mega, ne? So, hier haben wir eine Granate und hier haben wir eine Rauchgranate. Cool. You take point. Activate the bomb or eliminate all enemies. Okay, wir sind Support-Klasse. Enemies on the move. Ba, 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 ba. Go here. Gut. Ja, ist zum Glück eine Map, die ich kenne ich noch. Die habe ich schon gespielt. Nicht schlecht. Lethal out. Lethal out. Nein, komm, hoch. We have armed the bomb. Protect it. Der ist erste down. Na, ist noch mehr down. Was? Schon wieder von hinten, Digga. Komm. Digga, super auch, dass der Mate hier, Alter, rechts gerade gecheckt hat, Digga. Dass er mal raufgehen sollte. Digga, ich höre doch, da hinten ist er, da hinten ist er. Da ist er. Enemy spotted! Digga, geht. Digga, was ist das schon wieder, Alter? Vollnoob, oder? Ich hatte jetzt wirklich Real Talk, ne? Ich hatte in den letzten Runden immer Vollnoobs gehabt, Digga, gefühlt, ne? Aber Digga, das konnte man sich manchmal nicht antun. Digga, da hast du einfach nur verloren, weil die Typen einfach nicht richtig spielen konnten in dem Spiel. Ja, das war dann halt schon ein harter Abfuck gefühlt, ne? Aber naja. You don't disappoint. So, gucken wir mal, wie es läuft. Und Job. You're with me. Ja, die hat schon gut passiert. Enemies have armed the bomb. Defuse it. Da drin. Da drin. Lethal out. Ja, von hinten. Da. Move here. Hat ihn getan, gut. Down. Jawohl. 45 seconds remaining. I'm okay. Digga, ich krieg halt nur Schaden. I have the objective. So, mach ihn da. Jawohl. Oh ja. Runde gewonnen. Defending here. Ba ba bau.
Easy Sieg geholt. Läuft doch, Mann. Das ist eine gute Runde. Good enough. So, erstmal Waffen aufleveln. Das ist wichtig. So, gucken wir mal. Noch 3 Runden ausstehend. Mal gucken, ob sie noch aufholen können oder nicht. Einer hat schon gequittet, Digga. You take point. Lethal out. Utility out. Enemy spotted. I've got the objective. We have armed the bomb. Protect it. Gut, die Bombe haben wir. Von hinten. Enemy spotted. Von hinten, ja. Von hinten muss kommen. Lethal out. Jawohl. Nice and clean. Digga, Alter, abgeräumt. Mann. Erstmal einen schönen Dance drauf. Digga. That will help. You take point. Nicely done. So. Und let's go. Down. Da-da-da-down. Gehen alle aufs Ziel. Hey, das sieht aus wie eine Spielleute gewesen. Digga, schief. We control the site. Enemy spot. Rein direkt auf mich. Oh mein Gott, neben mir. Digga, lol, Alter, was war denn jetzt los? Digga, hä? Hä? Digga, was? Wir haben nur einen gekillt, Digga. Verläuft. Good enough. You're with me. Und jump. Ba-ba-bam. Gucken wir mal. So. Die werden jetzt wahrscheinlich sich irgendwo hier außen herum. Ja, waren das schon Gegner? Oder was? On the objective. Lethal out. Utility out. We have all the bomb. Protect it. Und das sind schon. Utility out. I'm down. What? Enemy spotted. Get back to fighting. Schön zurück, schön zurück. Komm, 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 komm. Enemy behind us. Get me off. I'm not done. 45 seconds remaining. Maneuvered. Clean and simple. Jawohl, Digga, hab Sieg geholt. Nice. Digga, 5 von 5, das müsste jetzt Runde Sieg sein. Sieg, ja. Leute, wir haben Sieg geholt. Oh, richtig gechillt, Digga. Aber mir ging gerade so die Pumpe, ne, Alter. Digga, ja, kommen auf einmal 2 Leute vom Frontal rein, ne? Ich hab ihn gerade gerespawnt, Digga. Also so veraimt, wie die waren. Digga, sheesh, Alter. Danke. Moin, ey. Ja, ich hätte nicht gedacht. Oh, dass wir das schaffen, ey. Ich hätte echt nicht gedacht. Puh. Das war echt knapp. Gefühlt war es echt, echt knapp. Hm. Jetzt sind wir bei Glitch. Oh, das haben sie neu eingefügt, das mit dem Level-System. Ja. Ja, das haben sie echt neu eingefügt. Fällt mir gerade erst auf. Weil ich habe hier nämlich, ihn habe ich nämlich schon ein bisschen mehr gespielt, als nur die 638 XP, die da stehen. MP. MP. Ja, und auch Glitch habe ich mehr gespielt schon. So, dann würde ich sagen, spielen wir noch vielleicht eine Runde Strikeout. Ja komm, wir können uns noch eine Runde Strikeout, Leute. Wir gehen immer recht schnell. So, suchen wir noch. Dann läuft's.
Und ja, Leute, hier machen wir jetzt dann einen kurzen Cut. Den zweiten Teil mit der neuen Map, mit der Arena, gibt's dann im Anschluss, irgendwann jetzt die Woche. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt einfach einen Cut zu machen. Tut mir leid, aber das Gameplay wäre ansonsten zu lang geworden. Ich bin insgesamt bei 22 Minuten gewesen oder so. Deswegen, das wäre ein bisschen lang geworden. Aber ich kann euch sagen, auf jeden Fall, die nächste Runde, das wird auf jeden Fall auch noch ein gutes Match. Also gönnt euch. Und ja, am Ende der Runde waren dann auch ein paar Fragezeichen über Kopf, wie der eine mich da gekillt hat. So ein kleiner Spoiler am Rande. Auf jeden Fall, ja Leute, wie ihr unten gerade seht, die neue Map gibt es dann im zweiten Teil. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen und haut da rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Gameplay. Bis dahin viel Spaß mit Rogue Company und haut rein. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie. An elite, and it keeps you going. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer.